Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe seit der letzten Folge ein bisschen was geändert und zwar ganz simpel, ich habe den offiziellen DLC, also diese High-Res Texturen, das Super Texturenpaket rausgenommen und schon läuft das Spiel deutlich flüssiger, die Ladezeit eben war schon verdammt nochmal kürzer, hab sofort einen Unterschied gemerkt, von daher tippe ich jetzt mal darauf, dass das gröbste Problem damit beseitigt ist, das hoffe ich jetzt einfach mal und ja, ich habe ja so an sich trotzdem viele Texturen-Patches drauf oder Mods besser gesagt und das Spiel ist generell schon hübsch genug, von daher, na klar sind die Texturen, können immer noch schärfer sein, aber an sich, ich kann mich nicht beschweren, das Spiel sieht top aus. Dann machen wir jetzt also einfach mit der Story weiter, genug mit dem technischen Bim-Bam am Anfang. Zeigen wir nochmal Brynjolf das, was wir gefunden haben und ob Mercers Pläne irgendwas darüber verraten, wo er sich aufhält. Wahrscheinlich schon, ne? Würde Sinn machen. Devin. In den keine Zeit für lange Worte. Ich muss Mercer finden, bevor er mich findet. Ich habe diese Büste des grauen Fuchses gefunden. Ist die was wert? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie... Das muss von Mercer stammen. Er hatte eine Weile großen Respekt vor dem grauen Fuchs. Klar, das kaufe ich. Hier, bitte. Und dafür gibt es wieder 700 Gold. Wahnsinn. Richtig viel. Voll geil. Das wird gefährlich. Lasst euch nicht überrumpeln. Ja, ich lasse mich nicht überrumpeln. Alles gut, Delvin. Alles gut. Mittlerweile bin ich immer noch, wie gesagt, stinkreich und habe keinen Plan, wohin damit. Aber, pff, mein Gott. Wenn ich mal was finde, dann habe ich auf jeden Fall genug Gold vorhanden. So, Brynjolf. Wo ist er denn? Da ist er. So, hier sind die Pläne. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Mercer bleibt spurlos verschwunden. Hattet ihr mehr Glück? Ja, schon. Er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer hier? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Die Augen der Falmer? Okay. Naja, dann müssen wir ihn wohl aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Richtig. Bis zum nächsten Mal, Bürschchen. Bürschchen? Ich bin schon längst nicht mehr Bürschchen. Begonnen, die Wiederherstellung der Dreieinigkeit. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ich bin kein Bürschchen mehr, verdammte Scheiße. Aber na gut, dann höre ich mal Kalia zu. Irgendwas Wichtiges geht jetzt wohl ab, hm? Jetzt nehmen wir alle ihre Stellung auf, oder was? Gut, ich bin bereit. Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Hey, schön euch zu sehen. Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Freiheit versucht euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallus ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Okay. Okay, Kalia, also jetzt treffen wir dich bei diesem Findling. Na gut, dann wollen wir doch direkt mal los, oder? Und ich denke, es ist für euch alle in Ordnung, wenn ich mich erstmal hauptsächlich auf so ein paar Quests konzentriere, wie zum Beispiel jetzt gerade die Diebesgilde. Weiß nicht, irgendwie habe ich momentan so richtig Interesse dran und irgendwie kommt man auch nicht so krass durcheinander, wenn man die ganze Zeit möglichst einfach eine Questlinie verfolgt. Außerdem ist die Geschichte wirklich echt interessant, meine Herren. Na, nach der Diebesgilde werde ich aber definitiv der Main Quest folgen. Ich meine,
Puh, das ist schon echt eine ganze Weile her, dass ich da was gemacht habe. Zumindest fühlt es sich so an. Und seht ihr? Kein fieser Übernachladeruckler mehr. Läuft alles flüssiger. Sieht immer noch top aus, ist meiner Meinung. Ich meine, es ist ja trotzdem, Skyrim sieht trotzdem so oder so geil aus. Es sind einfach nur nicht mehr diese ganz, ganz hoch aufgelösten Texturen, aber puh, kann man mit leben. So, und das hier ist, glaube ich, das Südosttor, von dem sie auch sprach. Und da führte irgendwo ein Pfad entlang. Muss gleich nochmal gucken. Guck am besten einfach mal auf die Karte. Ja, das erste Mal laden der Oberwelt dauert immer. Das ist immer so. So, schauen wir nochmal auf die Karte. Da unten trifft Kalia beim Findling. Vielleicht beim Schattenstein? Wäre ja ein witziger Zufall. Erstmal in Ruhe speichern und dann wollen wir uns auf den Weg machen. So, ach Mist. Ich dachte, ich kann mal wieder ein bisschen üben. Ach, ich dachte, er rennt weiter. Okay, du Elch. Wow, ey, das ist durch den Patch ganz neu. So eine Art Bullet-Time-Schuss. Stimmt, es gibt neue Animationen seit dem einen der letzten Patches. Ich finde es generell klasse, dass sie auch jetzt noch Inhaltspatches veröffentlichen. Also nicht nur Sachen verbessern oder irgendwelche Fehler ausbügeln, nein, sie fügen noch neue Inhalte hinzu. Und das ist absolut nicht die Regel. Im Gegenteil, das ist ziemlich rar geworden leider heutzutage und ist einfach nur Hut ab, Bethesda. Generell, ihr habt ganz schön viel Vertrauen von mir, von meiner Seite aus bekommen. Ich weiß, ich habe viel im Internet rumgelesen, ich habe viel gelesen, dass sehr viele Leute sich sehr krass aufregen, vor allem über die PlayStation 3 Version anscheinend. Wer bist du denn? Aufstrebender Magier? Was zum... Was ist ein Wolf, Mann? Das funktionieren. Ich habe das schon mal gemacht. Bist du den Wolf wiederbeleben, oder was? Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich war gerade mit meiner Magie beschäftigt. Oder zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht genau, was ich tue. Euch ist klar, dass es ziemlich gefährlich ist. Hübschen Stab habt ihr da. Das dachte ich auch. Also, mein Großvater war ein Zauberer. Mein Vater sprach nicht oft über ihn. Aber ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Auch diesen Stab. Danach dachte ich, dass ich auch zu einem Zauberer würde, weil tote Dinge in meiner Nähe plötzlich wieder lebendig wurden. Ich bin sogar zur Akademie von Winterfeste gegangen. Aber dort haben sie mich nur ausgelacht. Sie sagten, die Magie wäre im Stab, nicht in mir. Ja, das kann doch schon sein. Gebt mir den Stab, bevor jemand verletzt wird. Schon gut, schon gut. Ihr habt mich überredet. Das war ja leicht. Ach, behaltet ihn. Ich habe wahrscheinlich die Magie des Stabs verbraucht. Jetzt ist er nur noch irgend so ein Holzstock. Dankeschön. Tja, Stab, wie hieß das Ding gerade? Stab der Wiedergänger. Belebt einen mächtigen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Wäre auch gar nicht so verkehrt eigentlich. Wäre ich jetzt ein Vollblutmagier, wäre das echt ein Hammerstab, glaube ich. Wow. Höhlenbär. Oh Gott, das ist meine schöne Nahaufnahme. Das hat schon beinahe was. So, drauf geschissen. Hier mal ein bisschen was draufklatschen. Und was? Wow, war das ein kritischer Schlag oder so? Warum hatte er auf einmal so wenig Energie gehabt? Naja, who cares. Warte mal, warum ist er immer auf einmal? Ach nee, doch nicht. Ich habe mich verlesen. Ich habe 288 gelesen. Und dachte schon, hä, wo ist meine ganze Traglast hin? So, erstmal wieder ein bisschen in den Skyrim-Modus kommen, wieder die ganze Erkundungsvielfalt genießen, sich die Ruhe und die Zeit zu nehmen, nicht einfach hektisch loszurennen und alles zu machen. Okay, ich glaube, das ist dieser Bergpfad, von dem sie sprach. Und die Wölfe haben mich bereits entdeckt, naja. Zack und... Ja, also es gibt auf jeden Fall einige neue Animationen, das wollte ich ja vorhin hinaus, dank der Patches. Und ja, wie gesagt, ich finde ziemlich... Achso, Kristallstollenhöhle. Nee, da will ich jetzt gerade nicht rein. Ja, ich finde es halt klasse, dass sie wirklich noch Inhaltspatches machen und nicht nur Fehler ausbügeln. Hut ab, Bethesda. Ihr habt mein Vertrauen wiedererlangt. Und soweit war ich auch schon, ne? Wie weit war ich denn noch? Ach genau, ja. Die PlayStation 3-Version soll ja, soweit ich es gelesen habe, doch einige Probleme haben. Keine Ahnung.
kann ich nicht bestätigen. Ich habe die PlayStation 3 Version nicht. Ich weiß nur, dass dieser Speicherbug, der leider auch schon in Fallout New Vegas anwesend war, immer noch zugegen ist. Und ich hänge gerade an einer Animation. Wartet mal. Hallo. Was ist das? Ich hing an einer Animation, konnte nichts machen. Das war ein Bug. Definitiv. Also dieser Speicherbug von Fallout 3 und Fallout New Vegas soll leider bei der PlayStation 3 Version immer noch komplett nicht behoben worden sein, sodass sich die Save Games über die Zeit hinweg so extrem mit Daten aufblähen, dass sie irgendwann einfach nicht mehr vom System geladen werden können und dass schon beim Laden des Spielstandes irgendwie, tja, das System abstürzt, die Hardware nicht mehr mitmacht. Was natürlich extrem peinlich ist und einfach nicht passieren darf, aber ich weiß nicht, ob das wirklich immer noch der Fall ist. Das sind für mich, das sind auf jeden Fall ein bisschen ältere Infos. Kann ich einfach nicht bestätigen, kann es auch nicht behaupten daher. Und ich glaube, ich bin schon fast zu weit gegangen, kann das? Ich bin schon viel zu weit gegangen, hups. Soll ich hätte gar nicht laufen müssen. Naja. Geschadet hat es auch nicht. Ich will diesen Zeitlupen-Kill nochmal haben. Das war sau cool. Na, ich dachte, er rennt weiter. Naja, wenn ich auf die Entfernung noch getroffen hätte, das wäre echt ein Wunderschuss gewesen. Obwohl, naja, ich bin gerne mal für ein Wunder zu haben, ne? Achso, und ich verballere gerade Elfenpfeile. Vielleicht sollte ich das mal ändern. Zumindest solange ich auf Hirsche schieße und Elche und so. Getroffen! Auf die Entfernung. Auch nicht, leider. Was ist das für einer? Bluthawker? Was zum... Halt! Halt! Ach so, die Hawker, diese Piraten und Banditen. Tja, au. Tja, lass den Kopf nicht hängen, mein Freund. So, und da ist anscheinend mittlerweile echt meine Lieblingsbeschäftigung. Mann, sieht das viel schicker aus, ne? Kann ich euch echt nur empfehlen, diese Mod, Hilvergelmirs Armor Retexture Mod. Findet ihr wie immer unten, wie alle Mods in der Beschreibung. Sieht klasse aus. So, okay. Wieder ein Feind. Sterbt, ihr feige Landratte! Oh, feige Landratte? Alter! Gott, ist der Charakter brutal. Hm, nicht schlecht. Pfeile, orkische Pfeile sogar, das finde ich sehr gut. Gold, Dietrich, in Ordnung. Habt ihr ein kleines Lager oder wart ihr bloß zu zweit? Ne, ich sehe ja nichts auf der Karte, von daher scheint ihr echt nur zu zweit hier rumgelungert zu haben. Naja, mir soll es egal sein. Ich habe eigentlich eine Quest von der Diebesgilde, die ich schon wieder fast vergessen habe. Ich soll ja zu diesem alten Findling laufen. Von daher machen wir das einfach mal, ne? Dafür sind wir hier. Oder ist das hier eine Höhle? Ne, auch nicht. Bloß dieser Versammlungsstein sieht einfach so aus wie ein Ort, wo sich Leute versammeln, oder? Also dieser kreisrunde Platz da, das da, meine ich. Das sieht so versammlungswürdig aus. Aber naja, scheint nichts los zu sein, von daher. Nein, habe ich den Fuchs jetzt getötet? Nein, ich glaube nicht. Gut, will ich auch eigentlich lassen. Armer Fuchs, süßer Fuchs. So. Hier ist dieser Nachtstein. Aber hier ist noch jemand. Wer ist das? Der Schattenstein. Ein Beschwörermeister? Oh. Ich glaube, da sollte ich ganz schnell unerbittliche Macht den umprügeln. Wow! Alter Schwede? Hat er mich gerade gekillt? Krass! Endlich mal wieder ein Feind, der was zu bieten hat. Ja, oh, ich bin tatsächlich versteckt. Jetzt bin ich wieder entdeckt. Ich glaube, der entdeckt mich so oder so, egal was ich mache. Kann ich eigentlich auch direkt Todeszeichen? Okay, vor allem das Schild. Damit kann ich ihn schön... Jawohl, das... Oh, wie oft denn noch? Oh Mann, ich habe echt einen Kopffetisch anscheinend. Oder mein Charakter hat einen Kopffetisch. Ruhe Wiederherstellung, nicht so viel wert. Stab der Feuerbälle. Eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 5 Metern 40 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Das ist ziemlich geil. Und vor allem viel wert. So, was bringt der Schattenstein? Wer unter dem Zeichen des Schattens steht, kann einmal pro Tag für längere Zeit unsichtbar sein. Och, nett, aber nicht ganz mein Fall.
Gut, und wir nähern uns diesem Findling, wo Kalia sich aufhält und Brynjolf ist auch schon da. Wunderbar. Von daher, Nachtigallhalle? Oh, ich kann mir denken, was gleich passiert. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer frei zu besiegen. Was für ein Vorteil? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Erzählt mir etwas über die Nachtigallen. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleier-Zuflucht warf. Gehörten sie zur Diebesgilde? Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Von daher tippe ich jetzt schon mal, dass Brynjolf, Kalia und ich die neue Dreieinigkeit darstellen sollen. Macht Sinn, ne? Aber na egal. Wozu sind sie da? Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Wer genau ist Nocturnal? Ich weiß, ich glaube eine Gottheit, aber man kann ja mal genauer fragen. Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Ich habe noch nie einen Dieb getroffen, der jemanden verehrt hat. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Klingt irgendwie fair. Klingt nach einem typischen Dieb, ne? Hört sie nach einem guten Gildenauftrag an. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Ich verlasse mich nur auf mein Geschick, nicht auf irgendwelche Kräfte oder Magie. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? So wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Ganz ehrlich, ich habe auch so meine persönliche Theorie über sowas, Schicksal und so. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt kein Schicksal. Das Leben ist einfach nur eine Anreihung von Zufällen. Und Glück und Unglück. Also einfach nur Zufälle. Aber naja, egal, anderes Thema. Klingt, als würde es ihr Freude bereiten, uns leiden zu sehen. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Werde ich eine Nachtigall werden? Ja, das hoffe ich zumindest. Hier entlang bitte. Oha, na dann bin ich aber gespannt. Haha, wusste ich's. Na, Brynjolf? Hättest du einfach nicht gedacht, ne? Bürschchen. Na komm, du aushilfst Triple H. Los geht's. Die Nachtigallhöhle, die sie jetzt wahrscheinlich aufschließt. Oder sie wurde jetzt automatisch aufgeschlossen, weil ich wette, ich konnte vorher hier nicht reinmarschieren. Das wäre ja auch ein bisschen komisch, ne? Na, schauen, wie es hier drin aussieht. So weit, so höhlig, ne? Ziemlich Standard bisher. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. Macht Sinn. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich?
Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Okay. Das war eine seltsame Bemerkung. Mysteriös beinahe. Was meinst du damit? Es geht ums Geschäft. Geschäft dies mit Nocturnal? Ist die Nachtigallhalle. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Die Rüstung? Zeit läuft cool. Und Nasser ist immer noch da draußen. Wir sollten langsam loslegen. Nachtigallenrüstung, Rüstung, neue Rüstung. Wuhuhu. Aktiviere den Rüstungsstein, her damit. Neue Rüstung ist immer gut. Nachtigall-Rüstungsstein. Stiefel, Rüstung, Handschuhe, Kapuze. Lege die Nachtigall-Rüstung an. Na dann mal her damit. Schwer scheint sie nicht zu sein. Nachtigall. Wow, sieht nicht schick aus. Schloss knacken um 25% leichter. Einhändige Angriffe verursachen um 25% höheren Schaden. Wow, das ist mal eine krasse Verzauberung. Was haben meine dagegen? Gar nichts. Nachtigall Kapuze. Illusionszauber kosten 70% weniger Magicka. Okay, nicht ganz mein Fall. Aber schick. Ich bin ganz gespannt, wie das gleich aussieht. Nachtigall Rüstung. Wow. Steigert die Ausdauer um 40 Punkte und die Frostresistenz um 50%. Nachtigall Stiefel. Der Träger kann sich lautlos bewegen. Jawoll. Und wie sehe ich aus? Alter Schwede, sieht das geil aus. Alter Verwalter. Damn, hätte ich Angst vor mir. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Definitiv, ich bin bereit für alles. Guck mal an, wie sexy ich aussehe. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Hallo? Hallo? Ich kriege gerade einen, Nerdgasmus. Das sieht obersexy aus, obercool, obergeil. Oberhardcore vor allem. Folge Kalia, gleich. Wow, jetzt sehen wir alle so cool aus. Damn. Allein für die Rüstung lohnt es sich schon. Na gut, ich werde mal mit meinem Orgasmus hier aufhören und würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. In einer geilen Rüstung. Mein Name ist Alex, bis dann!